Mittwochmittag, 14 Uhr, Zoo Duisburg. Ich bin verabredet mit Thomas Bröker, einem der 8 Neuzugänge beim MSV. Hi, Thomas. Hi, Birte. Geht's dir gut? Ja, danke. Und selbst? Ja, auch. Schön. Wollen wir? Ja, gehen wir uns den Zoo angucken. Der Angreifer spielte seit 2012 beim 1. FC Köln. In der letzten Saison kam er aufgrund von Verletzungen jedoch nur 4-mal zum Einsatz. Nun läuft er mit der Rückennummer 8 für den MSV auf. 2 Spielzeiten plus Option auf eine weitere Saison wird er als Mittelstürmer für die Zebras auf dem Rasen sein. Grund genug, den Zebras im Zoo einmal einen Besuch abzustatten. Tun die was oder können wir die einfach anfassen? Ja, nur von am Mauer, der muss man aufpassen. Okay. Also gehen wir dahin. Nee, er will noch nicht ganz. Ja. Oh, okay. Die haben sie Angst. Ja. Mögen keine Blondinen. Nee, ich glaube auch. Fußballspieler mögen sie lieber. Ja, wir haben auch 2 Kaninchen zu Hause. Ich denke, das spüren die. Das ist schon stark, solchen Tieren mal so nah zu sein. Nach anfänglichen Berührungsängsten können wir uns doch noch mit den Vierbeinern anfreunden. Da darf ein Erinnerungsfoto natürlich nicht fehlen. Kannst du mal ein Foto machen? Wenn wir schon mal hier sind, muss die zu Hause ja ein bisschen neidisch machen. So nicht abhauen, so stehen wir richtig. Jawohl. Stehen bleiben. Ja. Ja, deine Kinder werden doch bestimmt neidisch sein, oder? Die werden sehr neidisch sein, ja. Wir verabschieden uns nur noch kurz und lassen die Zebras in ihrem Gehege dann auch wieder alleine. Wie fandest du es jetzt gerade bei den Zebras? Ich fand es wirklich außergewöhnlich. Ist mal, also sowas hat man nicht jeden Tag, dass man solchen Tieren so nah sein kann. Und ja, ich fand es ein tolles Erlebnis. Und bei den echten Zebras oder bei den menschlichen Zebras, wie fühlst du dich da? Ja, bei den menschlichen Zebras fühle ich mich auch sehr wohl. Bin wirklich gut aufgenommen worden. Ist wirklich so ein recht familiäres Umfeld. Und ja, ne, sind jetzt auch ganz gut durch die Vorbereitung gekommen, wenn man es so sagen kann. Und ja, fühle mich sehr wohl. Für mich war es halt auch wichtig, wirklich, dass ich beim Traditionsverein wie im MSV spiele. Ne, ich habe wirklich auf gut Deutsch keinen Bock mehr gehabt, ich sag mal, im kleineren Verein zu spielen, weil ich wollte auch in so einem Stadion spielen mit den Fans, was ich dann natürlich vorher auch schon hatte. Und das wollte ich weiter fortführen und von daher ist dann die Wahl auf dem MSV gegangen. Das heißt, Duisburg war auf jeden Fall für dich die richtige Entscheidung? Ja, das kann man wirklich so sagen, ja. Du hattest ja die letzte Saison bei Köln ein bisschen Pech, verletzungsbedingt. Wie glaubst du, kannst du jetzt so starten? Fühlst du dich jetzt wieder? Also ich fühl mich topfit. So, das ist auch das Wichtigste bei mir. Ich brauche meine Fitness für mein Spiel. Und die letzte Saison war ich wirklich ein bisschen gebeutelt von Verletzungen. Und ich hoffe einfach, dass das jetzt auch mal gewesen ist und dass ich jetzt wirklich verletzungsfrei durch die Saison komme. Kratzt das denn auch so ein bisschen am Fußballer-Ego, wenn man so lange dann auf der Bank sitzen muss? Ja, was heißt kratzen? Ich denke, gerade so Verletzungen gehören dann leider auch mal dazu. Manchmal hat man so Phasen, wo es einfach auch mal ein bisschen schwieriger ist und wichtig, dass man da auch rauskommt und gestärkt daraus hervorgeht. Wie lange willst du noch spielen aktiv als Profi? Ja gut, ich bin jetzt gerade erst 30 geworden, also das Ziel ist es schon noch so bis 35 zu spielen. Ne, ich habe mir da kein genaues Alter gesetzt. Ich meine, das Wichtigste ist immer, dass der Körper mitmacht. Und bisher macht das noch und deswegen eigentlich solange der Körper mitmacht. Was soll danach dann kommen? Ja, das gucken wir mal. Ne, also ich lasse mir das wirklich offen. Ich denke, so Trainerlaufbahn werde ich, denke ich mal, nicht einschlagen. Ich denke, ich werde irgendwo in die Wirtschaft gehen. Und das ist eigentlich angedacht. Wie hast du so angefangen mit dem Fußball? Seit wann spielst du schon? Ja, eigentlich wirklich ganz, ganz klassisch. Ich glaube, mit 6 Jahren dann wirklich in die Minikicker gekommen und habe dann ganz, ganz klassischen Weg nach oben gemacht. Und bin jetzt schon seit 24 Jahren dann dabei und bereue es auch nicht. Bei welchem Verein hast du gestartet? Ich habe damals bei einem kleinen Dorfverein in der Nähe von Meppen gestartet. Und bin dann zum SV Meppen gegangen und von da bei der Jugend zur ersten Mannschaft. Und habe damals ein Probetraining beim 1. FC Köln gemacht und habe auch nie wieder so gut trainiert wie an dem Tag. Nur manchmal muss man ein bisschen Glück haben und dann haben sie mich genommen, mich verpflichtet und da ist der Weg dann fortgesetzt worden. Ja. Fühlt man sich dann noch so ein bisschen verbunden zum Beginn, zum Startverein? Ja, natürlich. Gerade der SV ist mein Heimatverein. Da habe ich wirklich früher die ganze Jugend verbracht und auch ein Herrenjahr. Und natürlich, klar, der FC natürlich, da bin ich Profi geworden. Und sind beides natürlich dann auch demnach besondere Vereine für mich. Vielleicht wird ja auch der MSV Duisburg nochmal ein ganz besonderer Verein für ihn.
Bevor es für den 30-Jährigen wieder auf den Trainingsplatz an der Westender Straße geht, bleibt aber noch eine Sache zu klären. Welcher Zoo gefällt dir jetzt besser? Duisburg oder Köln? Also ich muss ganz ehrlich sagen Duisburg, allein schon wegen den Delfinen, der Delfinshow. Das ist schon ganz, ganz stark. Wohl der Kölner Zoo ist auch schön, ne? Aber ich finde, wegen den Delfinen würde ich den schon favorisieren.